Oh, Mann! Hey, ich bin der Jonas Eberswald und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Dass die Kultur nicht stirbt, aus laut wurde leise, ein trauriges Decrescendo am Schluss. Ja, Sie werden noch einmal kommen und jetzt möchte ich meine Frau Tanja Gromontagne bitten, ein Grußwort vorzulesen von Dr. Andreas Lutz, der herzliche Grüße aus München schickt und dann erst übermorgen in Augsburg bei der Demo persönlich dabei sein wird. Ja, hallo, herzlich willkommen hier zu unserer letzten Demo vor einer Sommerpause, vor einer Demonstrations-Sommerpause, auch von meiner Seite. Tanja Gromontagne bin ich eigentlich von den Jazztagen Dresden, aber jetzt zurzeit mehr von den stummen Künstlern. Ich trage gerne das Grußwort von Dr. Andreas Lutz vor, vom Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland. Am Anfang der Corona-Krise dachten wir alle, dass die Regierung es dieses Mal richtig macht. Es schien, als wolle man besonders hart betroffenen Selbstständigen wirklich helfen. Dann aber wurden die Soforthilfen so ausgestaltet, dass sie bei vielen gar nicht ankommen können. Es braucht deshalb einen Neustart. Die Soforthilfen müssen verlängert werden.
Lebenshaltung, Miete, Krankenversicherung sind notwendige Ausgaben und müssen auch mindestens mit einer Pauschale anerkannt werden. Stattdessen hat man uns beim Konjunkturpaket und den Überbrückungshilfen de facto übergangen. Gemeinsam müssen wir zeigen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Wichtig ist auch, dass wir nach der Krise nicht gleich wieder belastet werden. Wir brauchen Bürokratie und belastungsarme Jahre, um unser Unternehmen und gegebenenfalls unsere Altersvorsorge wieder aufbauen zu können. Das sind zentrale Inhalte unserer Bundestagspetition. Bitte zeichnet sie mit und empfehlt sie weiter. Gerne gleich jetzt mit eurem Handy. Den Link findet ihr auf dem Transparent, das jetzt nicht hier vorne steht, sondern ganz hinten in der Mitte. Die beiden Grünen, dort seht ihr, wie die Webadresse ist. Draufgehen, Petition teilen und die Künstler, die Freischaffenden, die Selbstständigen, Solo-Selbstständigen unterstützen. Dankeschön. Alle Solo-Selbstständigen und Gründer. Also es war von Gerhard Schröder, Programm 2010, die Ich-AG sehr im Vordergrund. Wir wurden aufgerufen, eine Ich-AG zu gründen. Und wer solche eine Ich-AG gegründet hat, der steht jetzt im Endeffekt vor dem Aus. Deswegen helft dort den Selbstständigen und Gründern, nicht nur den Künstlern. Es ist wichtig, wir sprechen hier für alle. Ja, ich begrüße als ersten Redner... Nein, erster Redner ist, ach so, David Erler. Und wenn David Erler jetzt gerade kommt, er hat die erfolgreichste Petition gestellt, bitte ich die Nelly nach vorne. Also dieses T-Shirt ist neu, gibt es seit einer Stunde. Die Nelly hat hier ein Packen, also wer hier so mutig ist, mal schnell hinterm Baum zu gehen, der kann gleich hier das T-Shirt bei ihr erwerben. Es kostet 12 Euro Selbstkostenpreis. Ne, geh ein bisschen raus. Oder man kann auch hinter den Bus gehen, zwischen die Busse zum Umziehen. Und ansonsten 12 Euro Selbstkostenpreis, wer aufrunden möchte, damit wir die Unkosten der Demonstration, die wir bis jetzt alle selber getragen haben, zahlen können, kann gerne aufrunden. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt die Demo nicht weitermachen. Die Demos gehen weiter, morgen in Würzburg, dann in Augsburg. Wir werden was in Berlin machen und wir werden in München noch was Größeres machen oder planen das. Und auch in Dresden wird es weitergehen müssen, aber wir brauchen einfach mal eine Pause. Nicht, dass wir eine Pause machen würden. Wir haben genug zu arbeiten, aber wir müssen uns auch mal um uns selber irgendwo kümmern und die Unternehmen und können nicht die Demo nur organisieren, jede Woche, wenn sich andere zusammenschließen. Alles steht zur Verfügung, die Bilder stehen zur Verfügung, die Banner, alles kann genommen werden und kann woanders auch verwendet werden. Es ist open für alle, wir stehen zusammen. David Erler. Vielen Dank, lieber Kilian, vielen Dank, lieber Stummkünstler, liebe Demonstrationsgemeinde, hätte ich fast gesagt. Seit mehr als 3 Monaten leben wir nun schon in einer Corona-Realität. Aber während als systemrelevant eingestufte Branchen quasi durcharbeiten mussten und konnten, während manche Konzerne naturgemäß sogar von der Pandemie profitierten, wurden Tausende, ja Millionen von Selbstständigen und Freiberuflern mit einem Berufsverbot belegt, das zum Teil bis heute andauert. Und mit zunehmender Dauer dieser Situation bewahrheitet sich leider immer deutlicher, was viele von uns schon lange befürchtet haben. Gerade für die Kultur- und Kreativbranche lautet das Motto First Out, Last In. Während Flugzeuge und Züge wieder voll besetzt werden und unsere Kinder zum Teil in Klassenstärke und ohne Abstandsregelungen in die Schulen gehen, müssen sich Theater, Kinos, Konzertveranstalter, Kabarett- und Kleinkunstbühnen, Clubs, Festivals und viele mehr mit nicht nur praktisch kaum umsetzbaren, sondern unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geradezu unvertretbaren Auflagen hinsichtlich der einzuhaltenden Abstände auseinandersetzen. Während Zehntausende sich zu einer ohne Zweifel wichtigen und richtigen Großveranstaltung gegen Rassismus treffen konnten, sah sich die Veranstaltung Mit Abstand geht es nicht am vergangenen Montag in Frankfurt, auf der unzählige namhafte Künstlerinnen auf die extrem prekäre Lage hinwiesen, mit Untersagungsdrohungen des Ordnungsamtes konfrontiert, weil man eine Großveranstaltung vermutete. Während die Politik es in einer Art Taschenspielertrick geschafft hat, die Öffentlichkeit glauben zu machen, dass uns allen mit den milliardenschweren Hilfspaketen doch nun wirklich umfassend geholfen wird,
stehen viele von uns inzwischen am Abgrund. Wer die Zeit bisher noch einigermaßen glimpflich überstehen konnte, weiß nicht nur noch immer nicht, wie es weitergehen soll, sondern muss nun auch das drohende Sterben der Veranstalter und damit um zukünftige Auftraggeber fürchten. Und wer gehofft hatte, nach nunmehr 3 Monaten wäre die Dringlichkeit der Lage endlich auch bei den zuständigen Ministern angekommen, der irrt. Kanzleramtsminister Helge Braun begründete die Nichtanerkennung eines Unternehmerlohns als Betriebskosten vor laufenden Bundestagskameras mit Gerechtigkeitsaspekten. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters versucht konsequent, einzelne Berufsgruppen gegeneinander auszuspielen. Sie behauptet in ihrem aktuellsten Interview im Berliner Tagesspiegel tatsächlich, dass die, Zitat, Kulturschaffenden eine Sonderrolle einfordern würden. Ich zitiere weiter. Die Lage der Soloselbstständigen ist kein isoliertes Problem von Kreativen. Solidarität mit Maskenbildnern, Hausmeistern, Tontechnikern, Fußpflegern und Dozenten ist auch ein wichtiger Wert. Oder sollten wir sie anders behandeln? Zitat Ende. Ich will ihr an dieser Stelle antworten, nein, wir fordern keine Sonderrolle. Wir stehen hier für Solidarität, für Gerechtigkeit und für gleiches Recht für alle. Ich stehe als Initiator einer der größten Petitionen für Selbstständige und Freiberufler persönlich für genau diese Solidarität, denn bei mir haben sich all diese Berufsgruppen und noch viel mehr gemeldet, sich vertreten gefühlt und sich im selben Maß als Betroffene geoutet. Und wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen, sehr geehrte Frau Grütters. Hier stehen zwar stumme Künstler, aber wir stehen hier auch stellvertretend für alle anderen stummen Betroffenen. Und wir wollen nicht besser behandelt werden, aber wir wollen auch nicht schlechter behandelt werden als Angestellte und Arbeitnehmer. Für diese gibt es Kurzarbeitergeld, für uns am Ende die Grundsicherung. Die wiederum ist nicht, wie Frau Grütters behauptet, ein, ich zitiere wieder, fast bedingungsloses Grundeinkommen. Und es redet auch niemand, noch ein Zitat, mit Vehemenz das Sozialschutzpaket schlecht, wie im Tagesspiegel-Interview behauptet, sondern dies ist eine Ungleichbehandlung gegenüber allen, die selbstverständlich und zu Recht Kurzarbeitergeld beziehen. Und zwar ausdrücklich auch, um eben dieses hochgelobte Sozialschutzpaket nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Ist es das, Herr Kanzleramtsminister Braun, was Sie unter Gerechtigkeitsaspekten verstehen? Und damit bin ich gleich beim nächsten Thema. Was fordern wir? Die Forderungen der stummen Künstler werden nachher noch in gebündelter Form verlesen, aber ich will den Berufs- und Lebensentwurf von uns Solo-Selbstständigen, Kreativen, Kulturschaffenden hier noch einmal kurz erklären, und zwar an meinem persönlichen Beispiel. Ich bin freiberuflicher Sänger. Ich habe kaum Betriebskosten, kein Büro, Atelier oder Studio, kein Dienstfahrzeug, keine Angestellten, ja noch nicht einmal mehr Reisekosten, da mir alle Konzerte abgesagt wurden. Ich bin übrigens dennoch nicht arbeitslos oder arbeitssuchend, sondern mir wurde die öffentliche Ausübung meines Berufes und damit die Generierung von Einkommen von der Politik verboten. Ich arbeite aber natürlich weiter. Ich übe und trainiere, denn ich bin Profi und gewohnt, Höchstleistungen zu bringen, die selbstverständlich auch von mir erwartet werden dürfen. Deshalb ist meine Stimme, mein Körper, mein ganzes Dasein letztlich mein Betriebsmittel. Und ich erwarte, dass das auch so anerkannt wird. Wir wollen keinen Sozialschutz, sondern wir wollen entschädigt werden für diese staatlich verordnete Verstummung. Noch ein Wort zu meiner Petition. Ich konnte am vergangenen Donnerstag meine Petition mit 290.286 Unterschriften persönlich dem Leiter des Bürgerreferats am Bundeswirtschaftsministerium übergeben. Ein eher symbolischer, aber auch ein mutmachender Akt, auf den ich lange hingearbeitet habe und für den ich von vielen Menschen, nämlich von allen diesen 290.000 Unterstützern, unterstützt und supportet wurde. Ich bin sehr froh und dankbar, dass das zustande kommen konnte. Noch viel wichtiger ist aber die offizielle Bundestagspetition 111.001 vom VGSD, die schon erwähnt wurde, initiiert eben mit der Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände. Die hat das erforderliche Quorum von 50.000 Unterstützern erreicht. Sie wird also in öffentlicher Anhörung vom Petitionsausschuss des Bundestages behandelt werden. Und sie kann auch bis morgen unterschrieben werden. Das alles sind Beispiele dafür, dass wir sehr wohl solidarisch sind.
diese Bundestagspetition und meine eigene Petition, die beide für alle Solo-Selbstständigen und Freiberufler stehen. Die stummen Künstler hier, die Demonstration vergangene Woche in Berlin, an der die Initiative Kulturschaffender in Deutschland, der VGSD und etliche weitere Verbände beteiligt waren. Die Aktion Hashtag Kultur erhalten. Die Großdemonstration Mit Abstand geht es nicht in Frankfurt. Ich empfehle übrigens jedem, die Auftritte von Urban, Priol und den Ehrlich Brothers im Internet nachzuschauen. Die Aktionen Ohne uns ist Stille, Ohne Kunst wird's still, Leere Stühle, Night of Light von Montagnacht und viele andere mehr. Es macht mir Mut, dass diese Veranstaltungen größer und sichtbarer werden, dass sich die Betroffenen zusammenschließen, ja, dass ihr mit den stummen Künstlern sogar auf Deutschland-Tour geht. Kilian und alle Beteiligten, nochmal, ihr seid großartig und ihr macht einen super Job. Vielen Dank, dass ihr euch so reinhaut. Und aus meiner Sicht ist jetzt und auch zukünftig vor allem eins wichtig, wir müssen an einem Strang ziehen und wir dürfen den Samen der Zwietracht, der immer wieder gesät wird, nicht aufgehen lassen. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam müssen wir weiter für unsere Anliegen aufstehen und an die Öffentlichkeit gehen. Denn wir sind zwar kein großer Konzern, der too big to fail ist, aber wir sind eine große, vielfältige, bunte, gestaltungsfähige und vor allem gesellschafts- und demokratierelevante Szene. Wir sind too many to fail. Also bleibt zuversichtlich. Vielen Dank und wir halten es durch.